Wir stehen jetzt vor dem Sebastiansaltar, einem der beiden Nebenaltäre, und die haben immer mit zeitgeschichtlichen Ereignissen zu tun. Der Sebastiansaltar erinnert an die große Pestepidemie in den Jahren 1633-34. Es zeigt den heiligen Sebastian, den Pestheiligen, wie er von numidischen Bogenschützen mit Pfeilen durchlöchert wird. Dieser Altar ist sehr viel später entstanden als der Hauptaltar. Dazwischen gab es immer wieder Baupausen wegen Todesfällen oder auch vielleicht wegen fehlender Finanzen. Links neben dem Sebastiansaltar die Kanzel. Sie ist für eine Barockkirche relativ einfach gestaltet. Es gibt zum Beispiel in Rockenbuch und der Kloster Irsee aufwendige Kanzeln, teilweise mit ganzen Schiffen, dargestellt. Hier ist es relativ einfach. Es gibt zwei Skulpturen. Einmal innen im Schalter den Heiligen Geist und oben die 10 Gebote. Wir stehen hier jetzt vor dem Maria-Hilf-Altar. Und auch er hat eine sehr interessante Geschichte, die man im ersten Moment nicht vermutet. Das Bild ist eine Kopie eines Gnadenbildes, was im Dom zu Innsbruck hängt. Und dort, das Original stammt von Lukas Granach dem Älteren. Der Lukas Granach der Ältere war ein Freund und sogar der Trauzeuge von Martin Luther. Dieses Gnadenbild in Innsbruck kam über mehrere Etappen nach Tirol. Und unser Bild ist natürlich sehr viel später entstanden. Ende des 17. Jahrhunderts wurden die Türken vor Wien besiegt. Und im Zuge dieser Siegesfeiern entstanden im ganzen süddeutschen Tiroler oder böhmischen Raum Maria-Hilf-Bruderschaften, auch eine in Eschenbuhl, die immer noch existiert. Diese Maria-Hilf-Bruderschaften hatten dann dieses Bild von Lukas Granach auf ihren Altären. Und hier ist es ebenfalls der Fall. Was nun interessant ist, dass im 19. Jahrhundert sowohl das Bild des Maria-Hilfs-Altars, wie auch von St. Sebastian, durch andere Bilder ersetzt wurden, die dem Zeitgeist des 19. Jahrhunderts mehr entsprachen. Die Originalbilder überlebten teilweise in Privathaushalten und wurden dann im 20. Jahrhundert wieder hier aufgestellt. Wir stehen jetzt im Gemeinderaum. Und unser Blick wird wirklich von dieser großartigen Orgel in Beschlag genommen. Die Orgel selbst hat eine sehr spannende Geschichte. Wir wissen, dass die erste einfache Orgel von einem wohlhabenden Eschenloher Kaufmann gestiftet wurde. Wir haben ja schon beim Hochaltar von einem reichen Eschenloher erfahren. Und diesmal ist es ein Josef Schretter, ein Mitglied der deutschen Kaufmannskolonie in Cadiz in Südspanien, der mit dem Südamerika-Handel zu Reichtum und Ruhm gekommen war. Er spendet 1791 122 Gulden für eine neue Orgel. Und das ist sehr, sehr viel Geld. Die jetzige Orgel ist natürlich nicht so alt. Sie wurde 1906 von einem damals sehr bekannten süddeutschen Orgelbaumeister gemacht, Franz Matthias Merz. Und in der langen Renovierung der Kirche noch einmal General. Und sie hat einen genau sehr prächtigen Klang. Wenn wir zur Orgel schauen, fällt uns ein
sehr reicher Glaslüsterhof. Er stammt nicht aus dem Barock, sondern wurde um 1980 dem damaligen Pfarrer Anton Strohmeier zum Jubiläum geschenkt von der Gemeinde. Wenden wir den Blick nochmal nach oben, zu diesem großen Deckengemälde von Ignaz Pfarrer. Es ist etwa 10 Jahre später entstanden als das Deckengemälde im Chorbereich und es zeigt die Aufnahme des heiligen Clemens in den Himmel. Das ist der irdische Bereich dieses Gemäldes nochmal ganz anders. Dort werden verschiedene Martyrien der Christen dargestellt und in so Art Schreibstuben die 7 Notare, die der Papst Clemens eingesetzt hat, um diese Martyrien der Christen zu dokumentieren. Interessant auch, dass es in diesem Deckengemälde sogar einen kleinen schwarzen Panther und einen Löwen gibt, der in der Arena auf die Christen gehetzt wird. Da muss man aber sehr genau hinschauen. Zum Abschluss sehen wir uns nochmal 2 große Gemälde an der Ost- und Westseite der Kirche an. Sie sind sehr viel später entstanden. 1908 von Waldemar Kolmsberger, der auch die Nikolauskirche in Murnau mit Deckengemälden versehen hat. An der Ostseite die Geburt Christi, an der Westseite die Auferstehung. Es sind Bilder aus der Zeit des Neubarock, nachdem 100 Jahre und noch länger vergangen sind, seit die Phase des Rokoko zu Ende war.